Hallo Lockenfreunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wer auf Facebook geschaut hat, weiß, was wir gerade in diesem Video holen. Und zwar unser Überraschungsfohlen, das zurzeit in der Vetmed gestanden ist für gesundheitliche Kontrolle, ob ihr alles okay ist. Und an dem Tag durften wir es endlich abholen. Und wir sind halt von Baden nach Wien gefahren in die Vetmed. Sieht man doch schon, dass ein anderer Hänger rausgefahren. Weiß auch nicht, wer von euch einmal schon in der Vetmed Wien war. Man kann jetzt nicht einfach so reinfahren und ein Pferd holen, sondern gibt es mal gleich so eine Kontrolle. Ich hole mein Pferd ab aus der Geburtenklinik. Rechts. Ja, da habt ihr es jetzt gesehen. Normalerweise kann er dich auch fragen, wie das Pferd heißt. Jedenfalls ruft er dann, also er fragt uns halt, wo wir hinwollen, welches Pferd wir holen wollen, wie der Name des Pferdes. Und dann ruft er bei der zuständigen Abteilung an, dass wir kommen, Pferd holen. Also so eine Kontrolle halt, dass nicht irgendwelche Leute reinfahren und irgendwelche super tollen Warmblutpferde klauen. Die Vetmed ist ein riesiges Gebäude. Ich glaube, da ist so die Kleintiere, also die Hunde und so und die Meerschweinchen. Und das ist mega geil. Habt ihr gewusst, dass die Vetmed eine Reithalle hat? Ja, das ist die Reithalle von der Vetmed Wien. Ich war schon mal drinnen bei einem Pferdesymposium. Die haben jedes Jahr, bevor halt Corona gekommen ist, ein Pferdesymposium. Da zum Beispiel testen sie die Pferde auf Lahmheiten, falls man das gut gesehen hat. Gibt es einen harten Boden und einen Sandboden und da laufen sie auf ab und auch von ab, um zu schauen, ob die Pferde lahmen. Da habt ihr jetzt die Koppel gesehen, weil die Vetmed ist auch im Besitz von eigenen Pferden, die auch täglich auf der Koppel stehen. Die sind da für die Studenten zum Üben, wie man ein Pferd halftet, wie führt man, aber auch für Verbände und andere Kleinigkeiten zum Üben, was halt Studenten können sollten im Umgang von Pferden. Ja, da sind wir schon da. Von der die Geburtenabteilung halt. Ich glaube, da gibt es einen genaueren Begriff, wie das heißt. Aber ich glaube, es ist Geburt, glaube ich. Gynäkologie, genau das ist es. Jedenfalls, die Ärztin hat uns dann gezeigt, wo unser Pferd steht. Und gleich kommt er. Gleich kommt er. Oh ja. Okay. Da ist er. Ja, hallo. Also da ist die Erna. Mit dem Kleinen. Und der noch keinen offiziellen Namen hat. Ja, ich nicht. Bis jetzt ist er nur der Kleine. Ist er nicht süß? Er ist eigentlich für einen Fohlen, der auf die Koppel gekommen ist. Also er ist auf die Koppel auf die Welt gekommen. Und ist er eigentlich ziemlich süß und nicht scheu. Also wenn man in die Hand reicht, kommt er sofort hin und fuddelt die Hand ab. Ja, da schaut er einen an und oh, kann man das essen? Kann man das essen? Ja, die Mama zeigt es ihm auch vor. Ja, nachdem wir halt unsere Rechnung gezahlt haben, mal gleich beide genommen und sind zum Pferdetransporter gegangen, weil es ist auch schon dunkel geworden und da müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger sein und verladen, aber hat eigentlich relativ gut geklappt. Das Fohlen ist sogar als erstes eingestiegen. Haben wir halt auch die Stangen runtergegeben, dass das Fohlen halt neben der Mama stehen kann, aber nicht vorfällt, wenn man jetzt beim Autofahren stehen bleibt. Mhm. Da ist er schon drin, da gibt die Mama gerade die Stange runter, dass er es ein bisschen angenehmer hat. Und die Erna schaut mich an. So, ja, was magst du denn? Wann fahren wir endlich? Ich will nach Hause. Und aus dem Grund werde ich den Ton wegschneiden. Also wir kommen nicht ganz im Fuß gefahren. Wir brauchen nämlich etwa eine Stunde hin nach Wien und eine Stunde auch wieder zurück. Ja, ist ein bisschen
Ist doch ein bisschen längere Pferdefahrt. Witzigerweise, da ist wieder die Kontrolle beim Rausfahren. Normalerweise können die in der Zwischenzeit halt schon dort angerufen haben und wissen, dass wir halt fahren dürfen. Die machen dann nur noch die Schranken auf und wir fahren dann schon los. Hui! Schon raus aus Wien und wir sind schon auf dem Weg bei uns. Wir sind am Stall angekommen. Wir haben halt die Strahler angemacht von unserem Reitplatz und sind dann zu ihrer Box gegangen, die wir schon vorher gerichtet haben. Und ich finde das vorne sehr mutig, dass es auch im Dunkeln auch vorwärts geht. Brav bei seiner Mutter. Also ein mutiger kleiner Kerl. Ja, die, muss ich ja sagen, die Pferde auf der Koppel, weil mein Offenstall, die haben das sofort mitbekommen, auch wenn es finster war, dass da was los ist. Die haben die ganze Zeit doch gewirrt. Und die Pferde drinnen, die haben auch gewirrt. Die waren komplett aufgeregt mit, oh, da hört man ein kleines Fohlen. Wir wollen es sehen. Aber nein. Waren alle süß. Ich will in mein Bett.